Ja, hey, willkommen. Mein Name ist Daniro LP und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Tales of Symphonia Chronicles Edition. In der letzten Folge haben wir die ganzen Kinder von dieser Madame gefunden, die sie gesucht hat. Und ja, dann haben wir uns Kostüme dafür besorgen können. Und zwar Standkostüme. Yay, sehr schön. Ja, und dann haben wir einen Abstecher ins Casino gemacht, weil das können wir irgendwie machen. Auch gut zu wissen. So, ich glaube, den ganzen Part werden wir wahrscheinlich nichts anderes machen, außer hier im Blackjack-Tisch oder die ganzen anderen Sachen hier zu verbringen. Mal gucken. Blackjack spielen, so funktioniert's. Grundlagen, Spielsteuerung, so funktioniert das Spiel. Okay, Kurs bewegen, Jetanzahl. Jetons setzen, so funktioniert das Spiel. Beim Blackjack trittst du einen Zweikampf gegen die Gruppier an. Dabei gilt es, die höhere Hand zu erzielen. Der Spieler zieht als erstes so lange, bis er entweder keine weitere Karte mehr wünscht oder sie überkauft. Achso, anschließend zieht die Gruppier. Wünscht die Gruppier keine weitere Karte mehr oder hat sie überkauft, wird abgerechnet. Also, die höchste Handzahl beträgt 21 Punkte, haben die Spieler und die Gruppier gleich viele Punkte, ist das Spiel unentschieden. Beträgt der Wert deiner Karten über 21, so hast du abverkauft und verlierst. Ja, okay, das ist mir klar. Boah, was? Sie haben jetzt 54 Karten, jeden Wert A bis K. Gibt es in 4 Farben. Pik, Herz, blablabla. Ass bis König, ne? Ne, nicht König. Ja, doch König. Ja, okay. Ich weiß nicht, was Dingens auswendig sind. Was die Königin und so auswendig ist, aber egal. Ass haben als einzige Karte 2 verschiedene Werte. 2 plus 5 plus 10 gleich 17. Königin plus Dingens gleich 10. Ach, die sind auch 10 oder was? Ja, okay, das sind alles 10. Ja, probieren geht über studieren. Keine Karten, Karten überkaufen. Ja, ich kann mir schon denken. Die siebte Karte gewählt. Wenn der Spieler so lange neue Karten annehmen kann, bis er 7 Karten auf der Hand hat, ohne sich zu verkaufen, gewinnt er automatisch. Und auf diese Weise erhält der Spieler das 10-fache des aktuellen Einsatzes. Wurde die Hand geteilt, so geht es die Regel für beide Hände. Die Hand ist kopiert. 15 Punkte auf der Hand. Bei 16 Punkten oder weniger muss sie, selbst wenn sie sich überkauft, ziehen. Vielleicht sollst du dann selbst dann nicht ziehen, wenn die Handwert nur etwa 16 Punkte wäre. Ich werde einfach mal. So, mach mal einfach. Fang mal klein an mit 1. Jetzt dürfte ich eigentlich ja nichts mehr gewinnen, aber egal. Nur eine 6. Und das ist eine 10, ne? Eine 16, also. Achso, du hast sie gezogen. Ich habe eine 11. Ja, ich möchte nur eine Karte. Perfekt. Jetzt habe ich doch 21. Jetzt ich verkaufe, der Spieler hat 21. Während dein Einsatz wird auf 2 Jetons erhöht. Weiter spielen, ja. Mann, ich wollte nicht 2 setzen jetzt. So, eine 10. Wieder. Eine 1. Okay. Karte, na klar. Habe ich eine 18? Nochmal. Ist, glaube ich, ein bisschen blöd. Ja, ich glaube, wir haben verloren, ne? Wir haben beide 18. Ich möchte mal mehr setzen. So, 10. Ich weiß, das ist sehr spannend. Gerade eine 6 und... 15. Boah. Komm. Ja. Ja, noch eine. Ah. Das sind jetzt 10. Dann 20, okay. Du hast 22. Sehr schön. Wie sie aussieht. Weiter spielen, ja. Jetzt habe ich 20 gesetzt, ne? 10. 10. 11. Karte. 19. Keine Karte. Du hast 25. So kann man eigentlich ganz locker gewinnen. Sage ich nur, verdammt viel hier ersetzen. Machen wir mal.
10. Irgendwie noch gar nicht Leute auf den Karten gesehen. 15. Ja, noch eine. Na, ah, 24. Leckt mich. No Risk, no Fun, hallo? 20. Was ist das denn? Was? Achso, ich habe welche geschenkt bekommen. Was? 4, 8, 14. Weiter. 19. Nein. Ah, okay. Sehr schön. Ja. Ich habe nur 10 gesetzt, also kann ich ja nicht viel verlieren, ne? Boah, 18. Keine. 9, 11. 21. Boah. Kannst du es wagen? Ich mal vernünftig viele haben. Die hole ich mir zurück. Die schnapp ich mir. 9. Jetzt 10. Ich habe 19. Keine Karte. Sie hat. Okay. Babs. Ja, weiterspielen. 9. 10. 15. Ja. Oh, schon wieder 25. Weiterspielen. Ich bin nicht süchtig. So, 8. 10. Boah. Will ich immer so viel haben? Okay, 18. Hey. Ma! Okay, mach mal was anderes. Ja, das war sehr gut. Was müssen wir hier machen? Roulette, ne? Kann ich nicht machen? Okay, dann. Dingens, hier. Spielautomat. Oh Gott. Mach deinen Einsatz. Ja, ich will ja einsetzen. Muss ich irgendwie 100 oder so haben, oder was? Jetons, was? Hier war doch irgendwie 10 Jetons. Nein. Ja, daneben eben gut aus. Ja, 10 jetzt nur noch. Und dann geht nur der hier, ne? Ja, ist auch. So, Bams. Ja, das ist schon mal gut. Ja, und ich bin schon wieder blank. So, das war's mit unseren Jetons. Ja, das war geil. Das waren jetzt 50.000 Gold, die ich verloren habe. Da gibt's hier, ist ein Theater. Lass mal hier was machen. Na, wo gibt's Wesen? Wahrscheinlich. Okay. Weiß ich nicht. Ja, vielleicht speichern sollen davor, aber egal. Los, wird irgendwas Gutes auf. Ich wollte ja eigentlich erfolgreich rausgehen. War jetzt nicht so geplant. Okay, hier gibt es anscheinend nichts. Na, hey. Sehr gut. Ah, was soll ich bloß tun? Was ist passiert? Ach, es ist eine traurige Geschichte. Ich habe mein gesamtes Geld
an dem Casino dort drüben verloren. Ja, ich kenne das Gefühl. Ist das nicht deine eigene Schuld? Sag das nicht. Ich habe meinen Kendama als Sicherheit kassiert. Seitdem ist mir mit meinem Glück nicht mehr weiter her. Seitdem ist es mit meinem Glück nicht mehr weit her. Was habe ich gerade eben gemacht? Was soll ich bloß tun? Ja, super. Hä? Wir sprechen mal da mit den Leuten vielleicht. Vielleicht wissen die irgendwie was darüber. Na, ihr schuldet irgendjemanden hier was. Hallo? Schuld mir auch Geld. Soll ich euch mal anzünden? Aber ich habe noch einen Jeton, ne? So, damit gewinne ich jetzt 1 Million. Acht. Ja. Leute. 11. Was? Da war nicht gut. 14. Ah. So, jetzt habe ich offiziell jeden einzelnen Jeton verloren. Geil. Ah, ich mag das Casino nicht. Warum gibt es ja nicht Poker? Da war ich richtig gut in Tales of the Abyss. Oh nein, Blackjack. Egal. Ja, zurück nach Altamira. Da machen wir mit unserer überwichtigen Quest. Nee, warte mal, wir müssen ja. Wir waren ja noch in der. Wie heißt die nochmal? In dieser einen Gesellschaft von Zellos. Zellos. Regal. Da waren wir noch nicht. Aber vielleicht mal noch vorbeischauen. Ja. Ja, jetzt muss ich wieder zum Dingens hier hin. Ja, hi, wie geht's? So, ich bin absolut blank und jetzt bin ich müde. So schnell kann's gehen. So ein echten Casino würde ich aber auch, glaube ich, nie reingehen. Ich so hat gefühlt, ich will ich nie im Leben machen. Mit dir schon geredet. Ah, das geht ja. Also sowieso hat Gefühl, irgendwie, wenn man genug kämpft oder so, bekommt man sowieso wieder viel Geld. Dann kann ich wahrscheinlich Geld in Jetons verwandeln. Dann einfach die ganzen Preise kaufen, aber das sind glaube ich ein bisschen zu teure Preise. Damit ich halt reichen werde. So, hier muss es doch irgendwas geben noch. Na, willkommen. Willkommen bei der Serrano-Gesellschaft. Okay. Ja. Ja, wie lange gibt es denn hier bitte schon Monster? Ich dachte, in Fantasy-Spielen ist halt einfach so offen, so ganz, ja, typisch halt. Ja. Ich mich frage, gibt es da noch normale Tiere? Habe ich mich auch immer bei Pokémon gefragt, ey. Gibt es Pokémon, die heißt zum Beispiel das Fisch-Pokémon? Also, es gibt auch normale Fische oder so. Woher wollen die ein bisschen, was ein Fisch ist oder irgendwie sowas? Aber das Pokémon ist halt ein Fisch-Pokémon, ne? Basiert auf ein Fisch. Was ist ein Fisch? Oh. Ah. Was sollen wir tun? Es sollte Altamira ein neues Maskottchen sein. Und plötzlich stehen wir, Alter. Was ist passiert? Wo kommt ihr denn her? Master Regal. Heute sollte Altamiras neues Maskottchen vorgestellt werden, aber das Elementarboot mit dem Kostüm ist nicht hier. Dabei ist es längst überfällig. Mein Gott, es regnet schon wieder Kostüme. Um welches Kostüm handelt es sich? Es nennt sich Clonoa und hat ungefähr die Größe eines Kindes. Okay, für bisher. Es hat lange hängende Ohren und sieht ein bisschen wie eine Katze aus und ja, genau wie bisher. George. Oh, bisher, komm bitte mal her. Ein Kostüm bekommt sie hin. Es ist nun eine Zeit, das neue Maskottchen der Insel Paradieses Altamira bekannt zu geben. Das Schlüsselwort lautet Wahoo, hier ist Clonoa. Wahoo. Eine Runde Applaus. Presser, vielen Dank.
Wahoo! Du siehst unglaublich niedlich aus, Presea. Lupplidu! Presea, hast du vergessen, wie man redet? Wahoo, wahoo! Wer das Klonoa-Kostüm in Altamira trägt, darf ausschließlich Klonoanisch reden. Wahoo! So ist unsere Presea. Sie ist mit Leib und Seele dabei. Traumreisende, sehr schön. Was zum? Hey, da kommt irgendwie bekannt vor. Warte mal, gab's da nicht irgendwie ein Spiel? Sagt Pac-Man auf dem Wut. Schon irgendwie eine Anspielung an irgend so ein Namco Bandai-Spiel. Da kommt irgendwie bekannt vor, die Klamotten. Okay. Wow, und also was steht? Die legendäre Klonoa, die zum Mond reiste und zwei der vier Glocken. Was? Die Legende Klonoa, die zum Mond reiste und zur Welt der vier Glocken. Okay. Mit der Jägerin, glaube ich. Oh, ich verstehe. Sie haben Wale mit ihren eigenen Händen. Nein, mit den Füßen. Ich bin sicher, auch Alicia ist glücklich. Nein, Alicia wäre darüber sicherlich nicht glücklich. Auch wenn meine Rache gestillt ist, Alicia wird nicht zurückkehren. Alles, was bleibt, ist Leere. Riegel erhält den Titel Sünder. Sünder. Im Archiv befindet sich im ersten Stock, das auch gar selber abgeht. Oh, was haben wir hier? Sünder. Der Fehlflucht werden Akku. Der dunkle Wunsch ist erfüllt, aber dies ist nicht das Ende. Er kämpft für die Opfer der Exvias. Cool Story. Ja. Gerne mal wesen hier und wieder ein paar Sachen erledigt. Fand ich auch gut. Azurgarten. Da noch. Weiß nicht, was die nächste Stadt eigentlich. Ich glaube, dann sind wir hier in Tetola fertig, ne? Müssen wir Silverant erkunden wahrscheinlich. Und da gibt es auch noch was zu erledigen. Entschuldigung, dürfte ich kurz allein sein? Mitbeten, schweigend zusehen. Okay. Irgendwie ist das nicht allein sein, aber okay. Tut mir leid, dass du warten musstest. Sollen wir? Okay. Hätte ich vielleicht mitbeten sollen? Ich glaube schon, ne? Aber es hat Leute mit Alicia zu tun eigentlich. Also ja. Wenn ich da gestanden hätte, hätte ich nicht mitgebetet. Klingt zwar kalt, aber so bin ich mal ein kaltherziger Bastard. Im echten Leben. Ja. So, dann. Ich wollte so nicht. Hab mit dir geredet? Nein. Oh. Gehen wir mal zum Strand und drehen damit ein paar. Ah, kein Bock mehr. Oh, kein Bock. So, dann auf zur nächsten Stadt schon mal. Vorher weitermachen. Genau, Altamira, Heimdall, da müssen wir hin. Exile, da weiß ich nicht, waren wir auch schon. Da waren wir, ja, da weiß ich. Heimdall. Obwohl, haben wir uns extra sehr gut umgeschaut, ich weiß nicht. Heimdall müssen wir weitermachen, deswegen gehen wir jetzt zum Weißen Quelle. Da könnten wir vielleicht nächstes Mal hin. Ja, gehen wir mal da hin. Jetzt bestimmt auch irgendwas zu tun. Also Strand oder Bar-Szenen oder heiße Quellen-Szenen, das soll, glaube ich, in jedem Tales of Spiel irgendwie mal irgendwann vorkommen. Ist auf die letzteren so. So muss da auch irgendwas zu tun geben, nehme ich an. Hier, ne? Waren die heißen Quellen nicht im Silverland? Ja, ich würde sagen, ich speichere hier. Und ja, sehen uns dann in der nächsten Folge von Let's Play Tales of Symphonia, die Chronicles Edition. Ich bedanke mich allerherzlich fürs Zuschauen und sage Tschüss, bis zur nächsten Folge. Tschüss.